Bling. Witch. Ah, okay. Also wenn ich dazu nicht spontan sofort ein Video mache, weiß ich auch nicht. Hi, hier ist Tim Soat. Und vielleicht kennt ihr mich noch von früher, als mein Kanal noch Schwarmflotte Soat hieß. Das kommt daher, dass ich ein Warhammer 40k YouTuber in erster Linie war, jetzt noch so ein kleines bisschen bin und jetzt bin ich ja in erster Linie Magic the Gathering YouTuber. Mit auch anderen Themen, aber das ist jetzt erstmal egal. Und heute kam quasi die absolute News. Ich bin schier ausgetickt. Denn es werden jetzt in Magic Universes Beyond mehrere andere Franchises quasi in Magic-Karten verpackt. Wir hatten das jetzt schon mit Godzilla und den nicht so erfolgreichen in PR-Hinsicht, in finanzieller leider schon, The Walking Dead. Und jetzt als nächstes wurden angekündigt der Herr der Ringe und Warhammer 40k. Warhammer 40k Karten in Magic. Ich bin, wow, mega sprachlos. Ja, Godzilla-Karten hatten ihre Fans. Allen anderen war es so egal, die nichts mit Godzilla anfangen konnten, weil es halt Reskins waren. Bei The Walking Dead waren alle mega, enttäuscht, weil es in Secret Layers war und es halt schwarzrandige Karten mit einzigartigen Effekten waren, die man jetzt so nur in diesem Secret Layer hätte kriegen können. Und das, ja, hat viele schlechte Gründe. Ich hoffe, es wird jetzt bei Warhammer 40k nicht so, denn in diesem Artikel, den ich jetzt auch hier verlinken werde, haben sie gesagt, die werden auf jeden Fall sehr viel erreichbarer sein. Also an die kommt man eher ran als die Secret Layers. Sie schließen nicht ganz aus, dass es noch Secret Layer geben wird. Vielleicht wird es einen Herr der Ringe und einen Warhammer 40k Secret Layer geben. Aber Herr der Ringe soll eine Expansion werden. Da ist noch nicht genau bekannt, was damit gemeint ist. Irgendwie ein ganzes Set oder so vielleicht. Aber es ist hier ganz klar geschrieben, Warhammer 40k kriegt Commander Decks. Und mein Gott, hoffe ich, dass es nicht nur zwei sind, sondern gleich fünf und alles Mögliche, dass sie ein Elder-Deck machen, ein Space Marine-Deck, das wird sowieso kommen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, aber vielleicht dann nicht nur die Ultramarines, sondern auch Black Templar, Space Wolves, Blood Angels, alles, was ihr liebt an Warhammer 40k. Und mein absoluter Favorit, es müssen Tyranniden kommen. Mein ganzer Kanal hat sich damals in Warhammer 40k eigentlich fast nur auf die Tyranniden konzentriert. Wem jetzt von meinen Magic-Zuschauern Warhammer 40k halt überhaupt nichts sagt, das ist ein Miniaturenspiel, wo man halt Miniaturen kauft, zusammenbaut, bemalt. Und das ist halt ein Tabletop-Miniature-Wargame. Also man simuliert ein Kriegsszenario damit. Zwei Spieler spielen gegeneinander oder mehrere auch mit Schlachten und Würfeln und Maßbändern wird dann halt ausgewürfelt, wer mit welchen Schussattacken oder Nahkampfattacken welche Figuren des Gegners tötet. Und ja, Warhammer 40k ist das beliebteste davon. Riesiges, faszinierendes Universum, auch mit vielen Büchern, leider noch nicht so vielen Filmen, aber richtig viel Hintergrundgeschichte auch, richtig gut. Und haufenweise Miniaturen, aus denen man aussuchen kann. Und die Tyranniden-Monster, die halt so eine Mischung aus Aliens und Dinosauriern und Insekten sind, das sind meine Favoriten dabei. Und wenn es dazu Magic-Karten gibt, ey, ich werde mir jede einzelne holen. Ich weiß es jetzt schon. Und weil es halt Commander-Decks werden, hoffe ich, und ich glaube auch, wird es nicht unbedingt. Also sie haben in dem Artikel schon geschrieben, die werden in Eternal-Formaten, also Commander und Legacy, werden sie legal sein, die Karten von Herr der Ringe und Warhammer 40k. Könnte vielen sauer aufstoßen, weil Warhammer 40k ist halt Science-Fiction eher, weil du hast Gewehre, Laser und Raumschiffe und so. Gut, man kann jetzt argumentieren, in Phyrexia ging es schon teilweise in die Richtung, auch in alten Magic-Karten, aber das, ja, ist vielleicht nicht für manche, trifft nicht bei manchen den Geschmack. Ich denke mir auf jeden Fall, wow, ich finde es mega cool, ich werde mir auf jeden Fall Magic-Commander-Decks mit Warhammer 40k-Thema holen. Und wem es nicht passt, der muss es dann halt einfach als so ein eigenes Spiel irgendwie betrachten. So. Klar, ist natürlich blöd, wenn du mit deinem, weiß nicht, Emperor of Mankind Commander Deck dann da ankommst in einem LGS und alle spielen da irgendwie mit ihren richtigen Magic Lore Karten, sage ich jetzt mal, und dann haust du da sowas rein. Aber ich kann mir vorstellen, ich habe viele Freunde, die riesen Warhammer 40k Fans sind.
für die wird's okay sein. Und Herr der Ringe ist sowieso auch so beliebt und anerkannt. Bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Also die News musst du jetzt hier auf jeden Fall mal raushauen. Bin sehr gespannt, also wenn das da irgendwas Neues zu gibt, die Decks angekündigt werden. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen genaueren Blick drauf werfen und auch ein Video dann dazu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das sollte jetzt auch mal eben kurz gewesen sein. Meine ganz spontanen ersten Gedanken dazu, einfach frei rausgeredet. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich bin sehr gespannt, mit euch darüber zu reden. Auch wenn es euch nicht gefällt, schreibt es gerne rein. Also. Oder wenn ihr genauso hyped seid wie ich jetzt. Es ist einfach so, stellt euch vor, eure beiden Lieblingsuniversen prallen aufeinander. Und ja, also ich hoffe natürlich nicht, dass sie auf die Idee kommen, Planeswalker in die Welt von Warhammer 40k reisen zu lassen, weil dann heißt es sofort, tötet den Ketzer und bam, sie werden sofort mit einem Bolter niedergestreckt. Nein, passt schon. Okay, wir sehen uns. Ciao.